Hallo zusammen und sonnige Grüße mal wieder aus Fremont, Kalifornien. Ja, gestern war ja mal wieder Halloween, das Event, das einmal im Jahr ist. Und ich muss sagen, ich finde das immer ganz lustig, weil das der einzige Tag im Jahr ist, in dem mal was richtig los ist in den Suburbs. Also normalerweise ist ja hier keiner auf der Straße. Und Halloween ist halt die große Ausnahme, wo halt dann Horden von Leuten, hauptsächlich Eltern mit Kindern, so wie ich halt auch, durch die Gegend ziehen, von Haus zu Haus ziehen. Und das ist halt immer irgendwie so was Besonderes für mich, weil, wie gesagt, normalerweise keiner zu Fuß hier irgendwie unterwegs ist. Außer wenn die Schule um die Ecke halt gerade aufmacht, der Schulbeginn oder Schulende ist, dann sieht man ein paar Leute auf der Straße, auch sehr viel Verkehr, sehr viele Autos, Stau in dem kleinen Neighborhood hier. Aber ansonsten, wie gesagt, ist halt nicht viel los. Und man sieht halt auch mal seine Nachbarn. Ja? Weil ich habe halt, muss ich sagen, ich kenne halt meine Nachbarn oder unsere Nachbarn, die rechts und links von unserem Haus sind. Und die beiden, die genau gegenüber sind. Aber ansonsten kenne ich die Nachbarn eigentlich nicht. Also wenn ich die im Supermarkt treffen würde, dann würde ich sie wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Wenn es nicht um Halloween wäre oder wenn es nicht Halloween geben würde, wo man halt, wie gesagt, von Haus zu Haus zieht und die Nachbarn halt zum ersten Mal zu Gesicht bekommt. Halloween selbst beschränkt sich halt schon so ein bisschen auf diese zwei Stunden am 31. Oktober, wo halt die Leute auf der Straße sind. Das ist halt nach Sonnenuntergang, nach Abendbrotzeit, nach Dinnertime normalerweise und so bis zu einer gewissen Uhrzeit, wo dann die Kinder schlafen gehen. Also sagen wir mal so grob 18 bis 20, 20.30 Uhr. Ansonsten merkt man, dass Halloween ist eigentlich nur im Einzelhandel, wo halt irgendwie so diese Ecke, wo halt so die Season Items sind, halt irgendwie so die Weihnachtssachen schon so lungern in einer Ecke und die Halloween-Sachen, also Hausdekoration, Kostüme und so weiter, werden halt dort überall hingestellt und überall bei Starbucks gibt es jetzt irgendwelche Pumpkin, Spiced, Latte, sonst irgendwas Getränke oder halt irgendwelche Pumpkin-Kekse oder sonst irgendwas und natürlich die Kürbisse selbst, von denen glaube ich aber auch nur die wenigsten gegessen werden, die meisten sind halt nur für Dekoration da, zum Pumpkin-Carving, zum Ausschnitzen und der Rest wird weggeworfen. Tragisch, Lebensmittel-Waste, aber gut, so ist es halt. Und ich auch sagen muss, dass ich diesen Pumpkin-Geschmack leider halt auch nicht wirklich mag. Also für mich ist das halt immer nicht so das kulinarische Highlight dieser Zeit. Ansonsten gibt es halt irgendwelche Privatpartys, so mit Halloween-Thema oder halt Firmenfeiern, das im Büro, die Halloween-Party oder halt in der Schule wird halt relativ viel gemacht mit irgendwie Halloween-Parade und die Kinder können in Kostümen dahin kommen und so weiter. Das hier sollte man auch auf jeden Fall vorher sich zulegen, wenn man halt irgendwo wohnt, wo man halt eine Haustür hat, die zur Straße offen ist. Also eine Apartmentanlage wird wahrscheinlich nicht viel gehen. Aber wenn man hier so ein Einfamilienhaus hat, dann sollte man sich so eine Tüte mit Süßigkeiten kaufen. Sowas kostet hier etwa 16 Dollar. Wobei, wenn ihr auf der Jagd nach günstigen Süßigkeiten seid, dann würde ich empfehlen, in den Einzelhandel zu gehen und direkt nach Halloween die Clearance-Regale, also den Ausverkauf, abzuchecken, weil dort dann diese Säcke natürlich deutlich günstiger angeboten werden als kurz vor Halloween. Wie gesagt, dieser Sack hier 16 Dollar und man sollte halt auch noch irgendwie eine Schüssel haben oder so, wo man das Ganze reinfüllt, weil halt Kinder vor der Tür stehen werden und halt dann irgendwie so reingreifen wollen irgendwo in die Schüssel, um dann sich halt so eine Handvoll Süßigkeiten rauszunehmen, um sie in ihren kleinen Eimer zu tun oder ihre kleine Tüte, die sie dabei haben. Es gibt ja hier auch in den USA so ein bisschen die Legende von den vergifteten Süßigkeiten und keine Ahnung, ob es jemals irgendwo vorgekommen ist. Was eher ein Thema ist als die Paranoia mit den vergifteten Süßigkeiten, ist die Frage, wie man als Elternteil mit diesen ganzen Süßigkeiten umgeht, die die Kinder zusammensammeln, weil da gibt es halt entweder den Ansatz, dass es rationiert wird, oder halt sogar den radikalen Ansatz, dass es weggeworfen wird. Oder halt so die Laissez-faire-Eltern, zu denen ich mich jetzt eher so ein bisschen zählen würde, die dann einfach sagen, okay, ja, esst es halt irgendwie, esst es nicht alles auf einmal oder esst es nach dem Abendessen oder ähnliches. Aber es ist halt schon ein Problem, wenn man halt irgendwie so ein bisschen gesundheitsbewusst ist und die Kinder dann so einen riesigen Eimer voll mit Süßigkeiten zu Hause haben und halt natürlich ja auch, weil sie es ja selbst zusammengesammelt haben, so einen gewissen Besitzanspruch darauf haben. Eine Sache, die ich mir vorher anders vorgestellt habe, bevor ich ja das erste Mal hier so richtig mit Kindern und in diesem Neighborhood halt Halloween mitgemacht habe, ist das mit diesem Trick-or-Treating. Also die Kinder sagen natürlich Trick-or-Treat, aber es hat eigentlich keine großartigen Konsequenzen, wenn man ihnen jetzt nichts geben würde, was ich jetzt nicht machen würde. Aber es gibt keinen Trick. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie Klopapier jetzt über dein Haus geworfen wird oder dir die Autoreifen abgestochen werden oder sonst irgendwas. Also das habe ich jetzt noch nicht erlebt und da ist eigentlich auch keiner drauf vorbereitet. Andererseits würde jetzt auch keiner die Tür aufmachen und sagen, ich gebe dir nichts oder so. Also
Also wenn man halt irgendwie nichts geben möchte oder wenn man sich daran nicht beteiligen will, was halt auch viele Leute nicht machen, dann muss man so tun, als ob man nicht zu Hause ist. Also da muss man halt in diesem Zeitfenster, ungefähr 18 bis 21 Uhr, muss man halt auf Tauchstation gehen, alle Lichter ausmachen und so tun, als ob man schläft oder nicht zu Hause ist. Dann klingelt halt auch in der Regel keiner an der Tür. Wenn man aber will, dass halt die Leute vorbeikommen, die Kinder vorbeikommen, dann sollte man halt Licht anmachen und auch Dekoration draußen vor dem Haus ist meistens ein Indikator dafür, ob es sich lohnt, dort reinzugehen oder dort zu klingeln oder nicht. Ja, die meisten Leute, die da vorbeikommen, sind Kinder, also in der Regel kleine Kinder, so im Alter von irgendwie so 4 Jahren, 3, 4 Jahren, wenn sie halt anfangen können zu laufen, bis zu irgendwie so 10, 11 Jahren ungefähr. Und die sind dann halt auch immer in Begleitung mit den Eltern. Also die Eltern sind entweder, wenn das so ganz krasse Helikopter-Parents sind, stehen dann direkt neben den Kindern mit bei und gucken halt, was das so für eine Süßigkeitenschüssel ist, in die ihre Kinder gerade reingreifen. Oder sie stehen halt weiter hinten am Gehweg, so an der Straße und winken halt so zu Happy Halloween. Und die Kinder stehen halt vor, Trick or Treat. Und dann gibst du denen halt die Schüssel, hältst du denen hin. Und dass Kinder alleine rumlaufen ohne Eltern, ist halt relativ selten. Also das ist ein sehr kleines Zeitfenster, in dem vom Alter her die Kinder das machen. Vielleicht, wenn sie so 11, 12, 13 sind oder so, weil Kinder, die etwas älter sind oder Jugendliche, wie auch immer, das halt eigentlich nicht mehr machen mit dem Rumlaufen und Trick-or-Treating. Also jedenfalls hier nicht bei uns in unserer Neighborhood. Das waren meine Beobachtungen zum Halloween 2019. Mal gucken, wie es nächstes Jahr wird. Die Anzahl der Kinder, die halt bei uns klingeln an der Tür, fluktuiert auch immer. Und wenn man jetzt selbst nicht zu Hause ist, weil man selbst Trick-or-Treating geht mit seinen Kindern, dann sollte man halt, wie gesagt, das Licht ausmachen, damit halt die Kinder da nicht vor der Tür stehen und warten und klingeln und keiner macht auf. Alright, das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video.